Herzlich willkommen zur ersten Aufgabe von CompuCheck TV. Wir werden uns in den kommenden Minuten mit klassischem ICMP-Mapping beschäftigen, sprich wir versuchen mit dem Teamkommando die Erreichbarkeit eines Zielsystems festzustellen. Für das bessere Verständnis der Materie werden wir uns die einzelnen Client- und Kernel-Implementierungen anschauen. Wir werden uns kurz mit den Protokollspezifikationen von ICMP beschäftigen und wir werden schauen, was schiefgehen kann bei einem ICMP-Mapping und was man dagegen unternehmen könnte. Das Ping- oder ICMP-Mapping gilt als die klassische Methode des Überprüfens der Erreichbarkeit eines Zielsystems. Hierbei wird im Normalfall das Programm Ping eingesetzt. Diese Software wurde ursprünglich von Mike Moose für administrative Zwecke geschrieben. Administratoren sollten in der Lage sein, auf einer relativ tiefen Schicht die Erreichbarkeit von weit entfernten Systemen verifizieren zu können. Das Wort Ping wurde aus der Sonartechnologie entliehen. Mit dessen Hilfe sind zum Beispiel U-Boote in der Lage, Ziele zu entdecken und die Distanz zu ihnen zu bestimmen. Der Ablauf eines Ping-Zugriffs ist eigentlich ziemlich simpel. Das interaktive, durch einen Benutzer bediente Ping-Programm, der Client, schickt zu seinem Zweck ICMP-Echo-Request-Nachrichten an das Zielsystem, den Server. Der Kernel des angesprochenen Betriebssystems sollte nach den Bestimmungen des ICMP-RFCs mit sogenannten ICMP-Echo-Reply-Requests Antworten entgegen. Die Implementierung des Ping-Clients ist auf allen modernen Betriebssystemen in etwa gleich. Dies betrifft in erster Linie der Kommandosyntax, der zwischen den jeweiligen Systemen nur geringfügige Unterschiede aufweist. Ebenso ist die Ausgabe überall nahezu identisch. Durch die Eingabe von Ping, Abstand, IP-Adresse oder Hostname des Zielsystems kann auf der Kommandozeile bei den verschiedenen Betriebssystemen das jeweilige Zielsystem angepingt werden. In der ersten Zeile der Ausgabe folgt die IP-Adresse bzw. der Hostname des Zielsystems. Danach folgen vier Zeilen, die jeweils angeben, was mit den Ping-Zugriffen passiert ist. Zum Schluss folgt eine Ping-Statistik, die uns darüber informiert, wie viele ICMP-Echo-Request-Pakete versendet wurden und wie viele ICMP-Echo-Reply-Rückantworten wir entgegennehmen konnten. In diesem Falle war also das Zielsystem erreichbar. Es hat wie gewünscht auf unsere ICMP-Echo-Request-Anfragen geantwortet und uns die ICMP-Echo-Reply-Rückantworten zurückgeschickt, die wir sodann erhalten haben. Wir können also davon ausgehen, dass das Zielsystem existiert und von uns mittels ICMP über das Netzwerk angesprochen werden kann. Beobachten wir diese Kommunikation mittels einem Protokoll-Analyzer, wie zum Beispiel TCP-Dump, so können wir feststellen, dass unser Windows-Rechner bei unserem Test eine Anfrage zum Zielsystem schickt und dieses sogleich darauf antwortet. Da wir keine zusätzlichen Parameter herangezogen haben, geschieht dies insgesamt viermal. Durch den Schalter -N können wir die Anzahl der verschickten Pakete auf einem Windows-System bestimmen. Die Ping-Implementierung auf Linux führt den Ping-Zugriff ohne Optionen unendlich lange aus. Hier kommt der Parameter -c zum Tragen, der sich für die Angabe der zu versendeten Ping-Anfragen verantwortlich zeigt. Jetzt kann es jedoch Situationen geben, in denen ein Ping-Zugriff nicht erfolgreich ist. Unser Ping-Programm zeigt uns dabei eine Zeitüberschreitung der Anforderung an, da es nie die gewünschten Rückantworten erhalten hat. Geschieht dies für jedes versendete ICMP-Echo-Request-Paket, kann das verschiedene Gründe haben. Das Zielsystem existiert nicht, das Zielsystem hat unsere Anfrage nie erhalten, zum Beispiel aufgrund einer Firewall oder eines Netzwerkfehlers. Das Zielsystem kann bzw. darf auf ICMP-Echo-Request-Anfragen nicht antworten. Oder die Rückantworten des Zielsystems haben uns nie erreicht, wiederum aufgrund einer Firewall oder eines Netzwerkfehlers. Es gibt nun verschiedene Möglichkeiten, wie gegen dieses Problem vorgegangen werden kann. Grundsätzlich muss man sich fragen, was die Ursache dieses Problems überhaupt ist. Zum Beispiel existiert die Möglichkeit, dass ein Firewall-System die Anfragen oder die Rückantworten blockiert. Da muss man sich fragen, ob man mit ICMP, also sprich in diesem Fall mit Echo-Anfragen und Rückantworten, überhaupt eine Chance hat, diese Firewall zu passieren. Falls nicht, muss man auf eine andere Mapping-Technik, wie zum Beispiel TCP oder UDP oder ARP-Mapping, zurückgreifen.
Alternativ kann man auch probieren, die ICMP-Pakete so zu formen oder zu routen, dass sie nicht von der Firewall abgefangen werden können. Dies zu besprechen würde jetzt den Rahmen dieser kleinen Dokumentation sprengen und ich denke mir, vielleicht wird in einer zukünftigen Sendung diese Problematik ein bisschen näher betrachtet. Besteht jedoch das Problem darin, dass das Zielsystem aufgrund einer Personal Firewall oder der deaktivierten ICMP-Echo-Funktion im Kernel nicht antwortet, könnte man in einem lokalen Netzwerk die A-Brückantworten mit einem Protocol Analyzer aufsammeln, um zu schauen, ob man auf dieser tieferen Ebene die Existenz und indirekt auch die Erreichbarkeit des Zielsystems auswendig machen kann. Aber wie gesagt, dies funktioniert nur in lokalen Netzen und ist somit nicht über das Internet anwendbar. So, das war's auch schon. Ich hoffe, ich konnte mit dieser kleinen Dokumentation ein bisschen Abwechslung schaffen. Und falls ihr genügend Anklang findet, werde ich gerne wieder mal so was produzieren. In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß am Gerät. Tschüss.